Herzlich willkommen. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Als ich das schöne Lorca verlasse, ist die Sonne bereits aufgegangen und wirft lange Schatten nach Westen. Die heutige Strecke von Lorca nach Torres del Rio gehört mit zu einer meiner Lieblingsstrecken auf dem Camino Francés. Kurz vor Estella liegt die kleine Ermita San Miguel inmitten eines Olivenhains. Unzählige Pilger haben hier auf dem Altar bereits ihre Fürbitten abgelegt. Gleich am Ortseingang von Estella treffe ich auf die Kirche Santo Sepulcro mit ihrem interessanten Portal. Ich kenne das wunderschöne Estella schon von früheren Besuchen und mache heute nur eine kleine Rundfahrt zur Plaza. Wobei ich natürlich auch an dem Haus mit den muschelförmigen Balkonen vorbeikomme. Ein kurzer Besuch einer Kunstschmiede, dann geht es weiter zu dem berühmten Weinbrunnen der Bodega Irache, wo die Pilger kostenlos ihren Wein zapfen dürfen. Jetzt ist aber noch früher Morgen, den spare ich mir für später auf. Vor Jahren war ich schon einmal hier mit einem anderen Fahrrad und hatte damals eine nicht so angenehme Begegnung. Ja, ich glaube, jetzt bin ich durch diesen Wald gefahren und da müsste jetzt gleich eine Querstraße kommen. An dieser Querstraße war ein kleines weißes Auto geparkt. Dann so, hier ist die Straße. Ja, genau. Und dann ging es hier den Berg hoch. Und hier ist so eine Wasserpumpstation, Wasserwerk oder irgend sowas. Und da, wo diese Leute stehen, dahinter hat er sich versteckt, der Kaffee geschmissen. Also der kleine Scheißer kam genau von da rausgesprungen, wo jetzt das blaue Schild steht. Und als ich hier dann weiterfuhr, rannte er mit heruntergelassener Hose hinterher und schrie, Do you have any paper? Ja. Ohne mich noch einmal umzudrehen, hatte ich dem Typen eine Packung Tempos über die Schulter geworfen und dann in die Pedale getreten. Im Nachhinein mag das ja jetzt alles ganz lustig klingen, aber
Vor Ort war das damals absolut nicht witzig. Muss man mal gucken hier. Da läuft doch das Wasser runter hier, wenn es stark regnet. Es ist völlig ausgewaschen und da sind ganz viele große Steine. Und auch auf der Seite hier sind überall lose Steine, sodass man auch noch nicht mal unbedingt fest auftreten kann. Ganz viel Schotter. Ganz viel Schotter. Der Aufstieg von Ascheta nach Villa Mayor de Moñadin ist auf dem Fußweg für Fahrräder nur schwer machbar. Ich nutze daher hier die Eurovelo-Strecke. Oben auf dem Berg Moñadin befindet sich die Ruine einer Burg, die bereits 778 im Zusammenhang mit den Feldzügen Karl des Großen erwähnt wird. Die Burg war ein wichtiges Bollwerk gegen die maurische Invasion und wurde 908 im Rahmen der Reconquista durch König Sancho I. Garcés zurückerobert. Der sogenannte Maurenbrunnen stammt aus dem 13. Jahrhundert. Bei diesem gotischen Bauwerk handelt es sich um eine Zisterne, die zur Wasserversorgung der Burg gehörte. Aber genug der Geschichte, lass uns jetzt einfach ein wenig Spaß haben. Nach dem Verlassen von Villa Mayor de Moñadin geht es durch eine meiner Lieblingslandschaften. Diese Weite ist unschlagbar. Kommt einfach mal mit und genießt die Fahrt durch die abgeernteten Felder. In dieser schönen Landschaft macht das Fahren einfach nur unglaublich viel Spaß.
weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Da hinten auf dem Hügel, hinter den Pilgern, kreisen Geier. Da hinten, oben über dem Gebirge auch. Cuando giran, pues es que ahí han pillado algo. Claro. Pillan una corriente que les hace subir. Es que lo de la delta tiene que ser de cagarse. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis Los Arcos. Viele Pilger haben in Los Arcos ihr Tagesziel erreicht. Ich fahre aber noch ein paar Kilometer weiter bis Torres del Río. Jetzt bin ich hier auf dem Weg nach Torres del Río. Es ist inzwischen Nachmittag. Angenehme 26 Grad, so kann man es aushalten. Und es sind jetzt auch nicht mehr ganz so viele Pilger unterwegs, so dass man hier ein bisschen besser fahren kann, ohne ständig um die Leute herum lavieren zu müssen. Voilà, buen camino. In Torres del Río habe ich von meinem Hotelzimmer aus einen Blick zurück auf den gegenüberliegenden Ort San Sol. Mein kleines Zimmer im Pilgerhotel San Andrés ist voll in Ordnung. Im Innenhof gibt es sogar einen kleinen Pool. Gegessen wird hier wieder einmal in internationaler Runde und das Pilgermenü bietet dazu eine reichhaltige Auswahl. Tja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es Spaß gemacht hat, gern wieder einen Daumen hoch und auch nicht das Abo vergessen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.